Heute an einem wunderschönen, nebligen Herbstmorgen in Gumpoldskirchen. Grüß euch, ich erzähle euch jetzt was ein bisschen über die neue Nummer. Die neue Nummer heißt Steig wieder ein. Ohne Scheiß, du bist das Beste, was mir in meinem Leben je passiert ist. Und ist letzten Freitag rausgekommen. Ich bin sehr froh, weil es hat eine Ewigkeit dauert, das Ganze zu produzieren. Es ist einfach so, dass wir uns relativ schwer tun, in dem ganzen Familienstress zusammenzukommen und einfach eine Nummer zu machen. Deswegen ist es auch so, dass einfach relativ selten was rauskommt, aber es wird immer besser und ja, schauen wir mal, wann die nächste rauskommt. Aber gestern ist halt so lang vorbei, gestern ist Vergangenheit. Worum geht's in Steig wieder ein? Es geht darum, einmal 13 Grad sein zu lassen und nicht einfach immer nur in die Vergangenheit zu schauen, weil nachtragen ist leicht, aber verzeihen und in die Zukunft zu schauen ist ein bisschen schwerer. Das Lustige ist, bei Kindern schafft man es immer, aber unter Erwachsenen ist es ganz oft so, dass man sich denkt, wow, warst du nur vor 246 Tagen, da hast du das gesagt und ich verstehe es einfach nicht. Ja, es geht einfach darum, ein bisschen nachsichtiger zu sein und alles ein bisschen lockerer zu sehen. Und gestern halt einmal gestern bleiben zu lassen. Was gestern noch war, muss heute nicht mehr sein. Drum lass gestern, gestern sein. An der Stelle möchte ich mich bedanken bei einigen Leuten, allen voran bei den Daves, beim David Lauermann und beim David Dalosch von Demian, die mich jedes Mal wieder tatkräftig unterstützen und sich von mir ein bisschen quälen lassen, bis das einfach dort ist, wo ich sage, ja, das passt mir jetzt total gut. Ich meine, die zwei sind total talentiert und ich bin froh, dass ich mit denen jetzt mittlerweile schon seit 20 Jahren zusammenspielen darf. So kommt man relativ schnell zu einem Ergebnis, auch wenn relativ wenig Zeit da ist. Weiters möchte ich mich bei der Mara bedanken von The Incredible Fake. Die hat die Backing Vocals gesungen und das Witzige, was ich mir nicht gedacht hätte, ist, ich habe sie gefragt und sie hat sofort ja gesagt. Also, liebe Mara, ich bin wahnsinnig zufrieden mit dem Endergebnis. Dankeschön. Aber gestern ist halt so lang. Dann gibt es noch einen ganz wichtigen Mann bei der Nummer zu erwähnen, nämlich den Thomas Hohl von Growing Sense Studios. Der hat die Rolle von Produzenten eingenommen und hat im Prinzip die Nummer zu dem gemacht, was sie im Endeffekt geworden ist. Angefangen hat das Ganze mit. Und dann war Text da und Melodie, aber das Ganze ein bisschen schräge, das hat noch gefehlt und der Tom hat ganz, ganz, ganz viel von diesem Schrägen reingebracht. Ich glaube, er wollte es ein bisschen braver machen, aber ich bin echt froh, dass ich ihn dazu gebracht habe, dass wir es ein bisschen schräger machen. Aber gestern ist halt so lang vorbei, gestern ist Vergangenheit. Jetzt habe ich schon öfter gehört, dass die Nummern in letzter Zeit relativ schwer einordnbar sein in irgendwelche Genres. Ich sage es ganz ehrlich, Absicht ist das keine, aber es entsteht einfach so. Es kommt eine Idee, die ist in letzter Zeit ein bisschen jazzig angehaucht, aber ich bin halt im Grunde meines Herzens Rocker und deswegen muss dann immer die Rock-Komponente rein und das passiert halt meistens im Refrain. Deswegen, die Nummer ist jetzt irgendwie angesiedelt zwischen, keine Ahnung, Gypsy, Funk, Jazz und Rock. Ob das gescheit ist, keine Ahnung, aber mir gefällt's halt. Heute ist es auch einmal Zeit, Danke an euch alle da draußen zu sagen. Ich habe jetzt letztens nachgeschaut und bin draufgekommen. Der Sonne entgegen hat mittlerweile über 27.000 Views auf YouTube. Das freut mich wahnsinnig. Da bin ich doch schon etwas stolz drauf. So, für mich geht es jetzt dann wieder ins Studio. Jetzt wird dann wieder geschrieben und schauen wir mal, ob sich heuer noch eine Nummer ausgeht. Ansonsten sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Für dich.